Guten Abend und herzlich willkommen zu den TVP World Nachrichten in deutscher Sprache. Wir freuen uns, Sie mit unserem Newsformat über die aktuellen Ereignisse aus Polen und Zentraleuropa zu informieren. Im finnischen Vantaa ist es zu einer Schießerei an einer Schule gekommen. Die finnische Polizei teilte mit, sie habe den mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei dem Vorfall sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Gegen 9 Uhr morgens Ortszeit erreichten die Polizei Meldungen über die Schießerei. Nach Angaben der Behörden wurde die Situation kurz darauf unter Kontrolle gebracht. 3 12-jährige Schüler wurden dabei verletzt. Das finnische Fernsehen berichtet, dass an der Schule, in der sich der Vorfall ereignete, rund 90 Personen beschäftigt sind. Bei der Schule in Vantaa handelt es sich um eine Fördereinrichtung für rund 800 Schülerinnen und Schüler. Der Leiter der World Central Kitchen hat bestätigt, dass 7 Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisation bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen getötet wurden. Die Opfer stammen aus Polen, Australien, Irland und Großbritannien. Kurz nachdem das Fahrzeug der World Central Kitchen die Grenze zum nördlichen Gazastreifen überquert hatte, schlug eine israelische Rakete in das Fahrzeug ein. Die Mitarbeiter der Organisation hatten die Auslieferung von Hilfsgütern unterstützt, die einige Stunden zuvor per Schiff aus Zypern eingetroffen waren. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt, wie Rettungskräfte Leichen ins Krankenhaus transportieren und die Pässe von 3 der Verstorbenen vorzeigen. Unter ihnen war auch ein polnisches Opfer. Ein anderer Clip zeigt Leichen von Menschen im Al-Aqsa-Krankenhaus in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen. Alle tragen Schutzkleidung mit dem Logo der Wohltätigkeitsorganisation. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte nannten dies einen tragischen Vorfall. Sie erklärten, man werde eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene durchführen, um die Umstände zu klären. US-Außenminister Antony Blinken hat heute eine Europareise begonnen. Auf dem Programm stehen Gespräche mit seinem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné und Präsident Emmanuel Macron über die Lage in der Ukraine, im Gazastreifen und in Haiti. Neben der Erörterung globaler Fragen mit französischen Offiziellen spricht Blinken außerdem mit der Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Azoulay, über Kulturerhalt und Bildung. Nach seiner Abreise aus Paris nimmt Blinken an der Tagung der NATO-Außenminister teil. Diese ist für den 4. April, den 75. Jahrestag der Gründung der Nordatlantischen Allianz, geplant. Einen Tag später wohnt Blinken einem trilateralen Treffen zwischen der EU, den USA und Armenien bei. Am letzten Tag seiner Europareise soll er am Handels- und Technologierat zwischen den USA und der EU teilnehmen und eine Halbleiterfabrik in Belgien besuchen. Bei einem Sturm am Ostermontag in Südpolen sind 5 Menschen ums Leben gekommen, darunter 2 Personen in Zakopane, der Hauptstadt der polnischen Tatra. Auch heute gab es im südlichen Teil des Landes wieder starke Winde mit Böen von über 100 Kilometern pro Stunde. Bis um 14 Uhr war die Feuerwehr am Ostermontag in der Region Kleinpolen bereits zu 140 Einsätzen ausgerückt. 53 der dafür verantwortlichen Orkanböen ereigneten sich in der Tatra. In Zakopane fiel ein Baumstamm auf ein fahrendes Auto. Dabei kam eine 23-jährige Frau ums Leben. Ein weiterer Insasse wurde verletzt. Trotz Rettungsmaßnahmen und medizinischer Hilfe konnte das Leben der jungen Frau nicht gerettet werden. Wenige Stunden später ereignete sich eine weitere Tragödie in der Stadt, als ein Baum auf einen 9-jährigen Jungen stürzte. Das Kind wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht und erlag schließlich seinen Verletzungen. Im südpolnischen Rabgastrui wurden 2 Frauen und ein 6-jähriges Kind von einem umstürzenden Baum erdrückt. Polen kehrt zum Mehrwertsteuersatz von 5% auf Grundnahrungsmittel zurück. Die Änderung trat zum Monatsanfang in Kraft. Der Satz hatte zuvor 2 Jahre lang bei 0% gelegen. Die polnische Regierung hatte die Mehrwertsteuer von 5% auf Grundnahrungsmittel bereits im Februar 2022 gesenkt, als Reaktion auf die rasant steigende Inflation. Diese hatte zeitweise 18,4% pro Jahr erreicht. Da die Inflation jedoch diesen vergangenen Februar auf 2,8% im Jahresvergleich zurückging, waren die Gründe für die Beibehaltung des Nullsatzes nicht mehr nachvollziehbar. Der wieder eingeführte Satz von 5% bezieht sich auf Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Fisch
Brot, Milchprodukte, Eier, Obst und Gemüse. Das belarussische Militär führt in der Nähe der Grenzen zu Polen, Litauen und der Ukraine Übungen aus. Nach Angaben des Minsker Verteidigungsministeriums trainieren die Soldaten Reaktionen auf die mögliche Verhängung des Kriegsrechts. Die Übungen finden in den Regionen Gomel und Grodno statt. Wie das belarussische Verteidigungsministerium auf Telegram mitteilte, bestehe das Ziel darin, die Bereitschaft der territorialen Verteidigungskräfte zu bewerten. Belarussische Soldaten und Polizeianwärter werden in der Nähe der Grenze zur Europäischen Union Kampfübungen durchführen. Reserveoffiziere sollen die Führung ihrer Untergebenen trainieren. Belarus ist nach wie vor der engste Verbündete Russlands. Die Beziehungen des Landes zur EU haben sich nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 und den gegen die Opposition gerichteten Repressionen verschlechtert. Seit Moskau den Einmarsch in die Ukraine von belarussischem Territorium aus begonnen hat, ist Minsk ebenso wie Russland von schweren EU-Sanktionen betroffen. Der Leiter des größten ukrainischen Energieunternehmens sagt, dass die jüngsten russischen Angriffe auf das Stromnetz weitaus schlimmer seien, als es den Anschein habe. Das Magistralnetz sowie die Wasser- und Wärmekraftwerke haben schwere Schäden erlitten. Die Schäden sind beträchtlich. Die Anzahl der beschädigten Energieobjekte entspricht in etwa dem Niveau des letzten Winters. Diese Welle russischer Angriffe hat am 22. März begonnen. Seitdem gab es jeden Tag Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Mit dem Angriff auf die Umspannwerke von Ukrenergo versucht die russische Armee, Großstädte wie Kharkiv, Odessa oder Kryvyi Rih von unserem Stromnetz abzuschneiden. Das geschieht durch die Begrenzung des Energieverbrauchs vor Ort. Ihr Ziel ist es, Stromausfälle in ukrainischen Großstädten zu verursachen. Laut aktuellen Umfragen der ukrainischen Abteilung der Nachrichtenagentur Interfax glaubt etwa jeder vierte Ukrainer an eine positive Zukunft seines Landes. Diese Ergebnisse ähneln denen, die kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine veröffentlicht wurden. Mehr als die Hälfte der Befragten hält die derzeitige politische und sozioökonomische Lage der Ukraine für schlecht oder sehr schlecht. Laut Interfax sind die Umfrageergebnisse in den verschiedenen Regionen des Landes unterschiedlich. Südukrainer seien demnach pessimistischer als alle anderen Gruppen. Die Anhänger von Volodymyr Zelensky würden die Zukunft der Ukraine positiver sehen als die Anhänger des ehemaligen Chefs der ukrainischen Streitkräfte Valery Zaluzhny. Die Umfrage wurde im März dieses Jahres durchgeführt. Ja, die Menschen glauben immer noch daran, dass die Ukraine diesen Krieg und diese Schlacht gewinnen und ihre Gebiete zurückerobern wird. Aber dieser Glaube hat abgenommen. Das berichtet die Agentur Interfax, die diese Informationen vom Ukrainischen Institut für Demografie bezieht. Um ehrlich zu sein, was die Atmosphäre hier in Chmelnytskyi betrifft, kann ich das so nicht bestätigen. Die Stadt hat sich vom Aussehen nicht grundlegend verändert. Es scheint, als sei der Krieg immer noch irgendwo, hunderte von Kilometern entfernt. Allerdings hat die Zahl der verwundeten Soldaten, die wir hier sehen, zugenommen. Das betrifft auch leider Soldaten mit Amputationen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem zivilrechtlichen Betrugsverfahren eine Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar hinterlegt. Damit versucht er, die Beschlagnahmung seines Vermögens zu vermeiden. Sollte er in seinem Berufungsverfahren scheitern, droht ihm eine Strafe von über 450 Millionen Dollar. Mitte Februar wurde Trump wegen Falschaussagen zu seinem Nettovermögen schuldig gesprochen. In seinen Angaben soll er sein Vermögen fälschlicherweise um mehrere Milliarden Dollar aufgebläht haben. Trump wurde zu einer Kaution von knapp einer halben Milliarde Dollar verurteilt. Die Summe wurde nach einem Berufungsverfahren auf 175 Millionen reduziert. Der ehemalige US-Präsident sieht sich mit einer Reihe von Klagen konfrontiert. Sie reichen von der Anschuldigung des illegalen Umgangs mit geheimen Dokumenten bis hin zum Vorwurf, eine verlorene Wahl kippen zu wollen. Trump streitet jegliches Fehlverhalten ab und bezeichnet sich selbst als Opfer einer Hexenjagd. In Russland hat ein Gericht die Untersuchungshaft der russisch-amerikanischen Journalistin Alsu Kurmascheva verlängert. Kurmascheva wurde im russischen Kasan festgenommen, weil sie falsche Informationen verbreitet und sich nicht als ausländische Agentin registriert hatte.
Die Journalistin arbeitet für das von den USA finanzierte Radio Free Europe. Sie wird die nächsten 2 Monate im Gefängnis verbringen und auf ihren Prozess warten. Zuvor war bereits die Untersuchungshaft von Evan Gershkovich vom Wall Street Journal verlängert worden. In Frankreich haben starke Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt. Im Westen und in der Landesmitte wurden Wetterwarnungen ausgesprochen. Die Behörden bitten die Bevölkerung um besondere Vorsicht. Die heftigen Regenfälle und anschließenden Überschwemmungen zwangen zahlreiche Bewohner des Städtchens Montmorillon, ihre Häuser zu evakuieren. Einige Menschen wurden in örtlichen Turnhallen untergebracht und mit Betten, Decken und Lebensmitteln versorgt. Der Wasserstand des Flusses Gartempe erreichte fast 7 Meter und übertraf damit das Hochwasser, das die Region 1982 heimgesucht hatte. Experten befürchten, dass der Fluss noch weiter anschwellen könnte. Rund 200 Menschen versammelten sich vor dem Kölner Dom, um die Teillegalisierung von Cannabis zu feiern, die am Montag in Kraft getreten ist. Die Feiernden bezeichneten den Tag als historisch bedeutend. Adidas, dem offiziellen Ausrüster des Deutschen Fußballbundes, ist ein Fauxpas unterlaufen. Das Design der Nummer 4 auf den neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft muss geändert werden. Die Zahl 44 ähnele dem Symbol der SS-Einheiten der Nazis, teilte der DFB am Montag mit. Adidas reagierte mit einem Online-Statement. Die Firma kündigte an, das Design der Nummer 44 umgehend zu verändern. Das neue Trikot wurde im vergangenen Monat beim 2:0 Freundschaftsspiel gegen Frankreich vorgestellt. Premiere feiern soll es bei der Europameisterschaft in Deutschland, die im Juni und Juli stattfindet. Nach Hinweisen aus der Community zum Trikotdesign. Der DFB prüft die Nummern 0 bis 9 und reicht anschließend die Nummern 1 bis 26 bei der UEFA zur Prüfung ein. Keine der beteiligten Parteien hat im Entstehungsprozess des Trikotdesigns eine Nähe zu einer NS-Symbolik gesehen. Dennoch nehmen wir die Hinweise sehr ernst und möchten keine Plattform für Diskussionen bieten. Gemeinsam mit unserem Partner 11 Team Sports werden wir ein alternatives Design der Nummer 4 entwickeln und mit der UEFA abstimmen. Das war der Nachrichtenüberblick aus Warschau. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.